Moin Leute, Kordas hier. Willkommen zurück zu Everspace 2. Heute könnte es ein bisschen heiß hergehen. Wir haben einige Sachen jetzt nochmal freigeschaltet. Gerade einmal kurz gucken. Okay, wir gucken uns jetzt den Schiffshändler nochmal neu an. Von der Neftis-Station. In der Hoffnung, dass da noch ein krasseres Schiff auf uns wartet. Ansonsten... Achso, wir können auch an der Mülldeponie tatsächlich auch nochmal eben einmal vorbei. Ansonsten heißt es halt Hauptquest. Und das soll ja ein bisschen härter werden. Guck mal. Aber ich hoffe echt mal, dass wir ein neues Schiff kriegen können. Nur ich warte halt, also ich hatte schon mal die Möglichkeit, einen blauen Vindicator zu kriegen. Aber der hatte schlechte Passiven. Da gucke ich halt auch nochmal separat mal drauf. Oh, da ist noch ein unentdeckter Ort. Okay. Dann geht's als erstes hier hin. Verhärtetes Erzvorkommen. Okay, das heißt, das werde ich wahrscheinlich so nicht abbauen können. Ne? Ein springbarer Asteroid. Gleich mal mit. So, der Strahl geht jetzt hier hin. Kann man das von hier irgendwie ablenken, maybe? Da vielleicht einmal reinfliegen. Vielleicht ist hier noch was zu holen. Reflektierende Platte, aha. Oh Gott. Ah. Da, ne? Also müssen wir damit den Laser dahin lenken.
einfach mal nur den richtigen Winkel. Gar nicht, so wollte ich eher. Ist natürlich sehr fummelig, ne? Gelohnt. Irgendwas fehlt hier nur angezeigt. Achso, die Platte. So, dann geht's da einmal hin. Zum Mülldeponie. Gucken wir mal, ob wir da was Interessantes kaufen können. Ich meine, wer würde hier wirklich leben wollen? So, hallo. Mr. Druide, ich bin wieder da. Oh, ich habe 3 Stück, das ist natürlich super. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Plasma nehmen wir auch mit. Eisen nehmen wir mit. Kupfer eher nicht. Das andere gerade auch eher nicht. Die Dinger kann ich aber verkaufen. Hier auch schon wieder durch. Dann heißt es jetzt einmal Nifty-Station. Ist hier um die Ecke. Und dann geht's zur Hautquest. Oder wir machen erst noch ein paar Aufträge. Weil wir sind ja kurz vorm nächsten Ansehen. Wäre auch vielleicht interessant. Muss ich tatsächlich mal überlegen. Weil viel fehlt uns nicht mehr. Ne? Die Jobs an. Okay, da, es gibt hier tatsächlich 4 bzw. 5 Jobs sogar, die ziemlich zügig gehen. Oh, Blower Vindicator. Ah, nein. Ah, verdammt. Wollte ich nicht.
Wollte ich nicht. So, das Ding wollte ich mir genauer angucken. Was haben wir hier? Oh, das ist das, was ich eher will. Maximale Anzahl gleichzeitiger Drohnen ist da. Expertise würde den Drohnen Schaden erhöhen und die Trefferpunkte. Das sieht doch sehr, sehr gut aus, muss man sagen. In allen deutlich besser. Hülle ist vor allen Dingen krass. So. Aber das Ding nehmen wir mit, würde ich sagen. Ernsthaft, kann ich mir das noch nicht leisten? Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Unser Schiff ist aktuell. What? Okay. Okay, wir müssten noch. Ah, scheiße. Dass das echt noch nicht reicht, ne? Und ich kann die Sachen halt auch nicht verticken. Also egal womit, ich krieg damit nicht die Kohle zusammen. Die Sachen kann ich leider auch nicht verticken. Das ist halt ein bisschen ärgerlich jetzt. Das ist jetzt ein bisschen sehr ärgerlich. Irgendwas, was wirklich sehr viel wert ist? Auch nicht, ne? Ich meine, ich kann das Ding für fast 1000 nochmal verkaufen, aber da kommen wir nicht mal ansatzweise an das ran, was wir bräuchten. Wir müssten 7000 machen und dafür habe ich die Sachen noch nicht da. Okay, das ist sehr ärgerlich jetzt. Sehr, sehr ärgerlich. Dann machen wir jetzt doch erst noch die Jobs. Leider wird das Raumschiff dann nicht mehr da sein. Aber dann ist das leider so. Das ist jetzt echt ärgerlich, aber da sieht man halt auch einmal, wie freaking teuer so ein blaues Schiff ist, ne? Feinde in Reichweite. Wo denn? Meine Drohnen haben sich zerlegt. Bitte kommen. Hier Neftis-Station. Ich habe den Job erledigt. Signatur bestätigt. Vielen Dank. Oh cool, wir haben das Ansehen erweitert. Uns leider noch nichts. Also ich meine, wir können das auch mal kurz machen, wenn wir jetzt zwei Jobs nochmal machen,
was dann eventuell sogar ausreichend Kohle haben. Ich meine, die sind relativ in der Nähe. Dass der Schiffshändler noch nicht gererollt ist. Ich weiß halt leider nicht, wie schnell der rerollt. Da sind sie. Okay, alles anschnallen. Wie nah sind die? Ansehen Elite. Jetzt können wir nämlich hier auch einmal gucken. 40.000 Credits. Okay. Plus das auch noch. Das verfolgen wir zwar, aber wir machen uns jetzt sofort auf zur Nifty-Station. Und hoffen, dass das noch nicht gerollt ist. Denn doch, ist doof. Weil das sind, also allein eine maximale Drohne mehr ist schon mal sehr, sehr nice. Das will ich schon gerne dabei haben. Kohle haben wir jetzt auf jeden Fall mit genügend dabei. So, bitte jetzt sei noch nicht gerollt. Ist da. Das ist das gleiche, oder? Just in case nochmal gucken. Ja, Kaufoption. So, ich könnte jetzt sogar sagen, ich behalte mein aktuelles, aber das macht keinen Sinn. Also werde ich auf jeden Fall das machen. Da bist du ja, ein Traum. Ich werde dich gut behandeln, versprochen. Ja. So, und jetzt haben wir nämlich auch noch zusätzlich krasse Sachen, die wir da auch noch mit dabei packen können. Höherer Kinetikschaden. Reichweite. Die Gauss-Kanone fand ich jetzt nicht so überwältigend, ne? Aber ich brauch was, was eher... Ah, ich glaube, ich ersetze das Ding. Ein Gadget. Auch interessant. Das lasse ich, glaube ich, erstmal da. Ein Schild, der 8 Sekunden anhält und Schaden in Höhe maximalen Trefferpunkt absorbieren kann. Interessant.
Aber 8 Sekunden. Ja, lasse ich erstmal da, ne? Da gucke ich dann später noch, dass wir da rumhandeln können. Also, ich muss auf den Shop. Dann kann ich nämlich das Zeug einmal verticken. So. Dann können wir uns einmal der Lackierung widmen. Wie man sieht, habe ich jetzt unschwer mehr Lackierung. Main hätte ich gerne schwarz, glaube ich. Die Frage ist, wie viel Glanz mit dabei? Ja, so, maybe. Die Grünfarben sind noch nicht so ganz geil, tatsächlich. Vielleicht mache ich dann lieber... Scheibentönung reinmachen, was halt auch nice ist. Dann lassen wir das nämlich so. Also, wir müssen einmal hier hinten gucken. Ne? So, jetzt halt die Frage, was passt denn da am ehesten zu? Eigentlich eher ein Blau, oder? Sonst ist das ein bisschen zu krass. Ja, wobei ein Gelb geht auch. Machen wir alles einmal Richtung Gelb. Triebwerkeffekte. Da hätte ich dann gerne wieder das Blitzen. Das finde ich tendenziell ein bisschen besser. Dann die Lichter. Machen wir die alle so. So machen. Aber ich glaube eher nicht. Wollen wir noch ein Muster mit reinmachen? Muster lasse ich weg. Embleme haben wir tatsächlich ein paar mehr mit dabei und da war ja auch das jetzt dabei haben. Packen wir mal das Elite-Symbol mit dabei. So. Wir haben andere Schussmodule.
wäre so das, was wir eben hatten. Das ist an sich nicht schlecht. Ich glaube, ich mag das. Oh, da steht jetzt auch Elite da an der Seite. Dann können wir hier das wahrscheinlich auch noch ändern. Ja. So, ich glaube, so haben wir es dann erstmal. Das gefällt auch. So, was ich jetzt da mache, ist so. Dann haben die nämlich grundsätzlich immun gegen alle negativen Zustände, was halt auch nice ist. Oh, wir können noch eine zusätzliche Routine mit dabei packen, das ist auch nice. Dann nehmen wir doch dann den mit dabei. Höhere Schildkapazität reduziert um 20% für jede eingesetzte Drohne. Ah, okay. Auch witzig. Ich habe weniger Schild, je mehr Drohnen ich einsetze. Aber das macht eigentlich nichts. Die Drohnen sind einfach zu krass, um sie nicht zu nehmen. Okay. Dann sind wir hier jetzt soweit durch, I guess. Können wir gucken. Da können wir noch nichts machen. Das Cruising ist auch relativ egal. Die, ich weiß nicht, Energiekugel-Ding ist irgendwie ganz nett, aber mehr halt auch nicht. Das können wir aber noch upgraden. Okay, gut. Nanobots reparieren auf Verbündete in der Nähe. Das ist interessant. Ah, da können wir mal drauf schwanen. Oh ja, doch, das gefällt mir. Oh, sehr gut, ey. Dann haben wir jetzt auch ein neues, noch krasseres Schiff. Sollte uns jetzt einiges entspannter machen. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch die Upgrades mit drin haben. Feuerkraft erhöht um 120, Hülle um 101. Das ist schon übel. Was sollen wir denn hier? Minen beseitigen. Dann legen wir mal los. Okay. 1900 haben wir jetzt als Reichweite. Oh Gott.
Okay. Ja, so kann man ein Minenfeld sehr angenehm wegmachen. Krasse Waffe, Alter. Da liegt noch Zeug rum. Sogar vergleichsweise nah rum. Ja, damit macht so ein Minenfeldräumen doch Spaß. Ich glaube, wir sind hier fertig. Das war's schon. Hallo, ist da Nefti-Station? Hier spricht Nefti-Station. Der Auftrag ist abgeschlossen. Ausgezeichnet. Ich hätte dann gern meine Bezahlung. Signatur überprüft. Hier bitte. Okay, dann machen wir noch eben fix die nächste. Eine Outlaw-Basis zu stellen. Bin mal gespannt, wie gut das geht mit dem Teil. Mal 600 entfernt, auch 600 entfernt. Ah, okay, ist aber einen ganz kleinen Tacken näher. Aber dann passt das. Dann können wir von da nach da und dann ist alles easy. Verleben uns. Holy moly, ey. Für Minenräumung ist das Ding halt schon echt krass gut. Geht hier wahrscheinlich auch schnell, dann können wir noch fixer runter. Krasse Waffe, muss man einfach so sagen. Ne? Schießt auch vergleichsweise schnell. Dann nehmen wir mal eben die Basis auseinander.
sparen wir uns mal schön für... gleich das Ding einmal auf. Sehr abstrus krass, muss man sagen. Die Sache ist erledigt. Okay, stopp. Gut. Wunderbar. Sind wir auch schon fast wieder auf 50.000. Und jetzt können wir einmal ab. Moment. Hier ist noch Zeug. Und wir können noch mal eben... Irgendwo... Da ist noch was. Dann auch noch eben die letzte Drohne einmal noch herstellen. So, eine noch reparieren und jetzt können wir los. Hauptquest, wir kommen. Mit einem dicken Schiff, mit einer krassen Waffe. Also ich glaube, besser vorbereitet auf den Kampf können wir nicht sein. Wir haben einige Gadgets dabei. Schauen wir mal. Oh, der Stern sieht schon krass aus, muss man sagen. Alles klar. Ich versuche in der Nähe zu bleiben. Zeig mir, was du kannst. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gut, davon will ich mehr sehen. Wovon genau? Achso. Dass wir noch am Leben sind. Andere Basis zu stören da, oder? So schön, jetzt die andere Basis. Achso, ja. Ich hab mir gerade nachgefehlt. War gar kein Problem, I guess. Gar keinen Schwanz haben die.
weg damit. Wir haben es fast geschafft. Okay, aber bleib auf der Hut. Das bin ich immer. Wieder sehr cool. Das auch ich. Ja, die Drohnen machen das halt alles, ne? Ah, hier sind noch die Teile. Seite des Planeten. Für jeden im ganzen System sichtbar. Wir beeilen uns besser, bevor die Aasfresser in Scharen kommen. Muss ich springen? Wahrscheinlich, oder? Deshalb auch noch irgendwie was. Hier ist halt witzigerweise auch eine Station. Na, dann nehmen wir das mit. Beat geht ab. Ich kann mal kurz gucken, wir haben irgendwie entweder eine neue Herausforderung. Zeit, uns einen Half zu suchen. Ich überprüfe die KI-Einheiten dieser Schiffe. Und ich halte Ausschau nach Neuankömmlingen. Je länger wir trödeln, desto mehr Ärger droht uns. Okay. Oh, irgendwas an diesem Ort kommt mir seltsam bekannt vor. Okay.
kaputt. Okay, das hält nur kurz. Muss ich denn damit hin? Also ich weiß, wo ich es erzeugen kann, aber ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht, das automatisch drehen oder so muss ich teilweise dann doch mal rausnehmen. Okay, das muss da hin. Viel Boost für. Aber das ist ja. Das wird ein knappes Ding. Oh ne, komm. Was? Beschiss. Das ist ja beschiss. Da gleich einfach rein. Okay. Mainframe-Komponente nehme ich gerne. Dafür hat sich schon mal gelohnt. Da ist noch eine KI-Einheit. Kein Glück. Sieht aus, als hätten sich die Hive-Einheiten zusammen mit ihren Schiffen selbst zerstört. Ja, die Flotte war schon immer knauserig, wenn es um ihre Hive-Technologien ging. Sie haben nicht mal mir eine gegeben. Irgendwas an diesem Ort fühlt sich furchtbar falsch an. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Okay, da ist keine, da hinten war ich halt noch nicht, da wo es die ganze Zeit am Blitzen ist. Verdammt! Uns läuft die Zeit davon.
Es gibt hier einen. Ich weiß es. Es ist die Gasmaske. Niemand, der jemals diesen Ort gefunden hat, hat ihn lebend verlassen. Ist das so? Siehst du all die zerstörten Jäger? An einigen von ihnen hängen noch die Piloten. Ich komme nicht durch sein Schild. Er schützt nur vor Energiestößen. Versuche ihm etwas entgegenzuschleudern. Eine kaputte Drohne oder so. Da liegen überall auch noch solche Teile rum, aber ich will ja, dass er möglichst gerade auch liegt. Ernsthaft, das reicht nicht. Gute Frage, Alter. Geht das schon ein bisschen ultra nervig, muss man sagen. Gesagt hat, dass niemand diesen Ort jemals lebend verlassen hat, fiel es mir endlich ein. Denn bei mir stimmte es auf jeden Fall. Verdammt, bist du das da drin? Ja, Outlaws haben meine Triebwerke zerstört. Sie haben mein Schiff geplündert, aber mich nicht getötet. Ich musste warten, bis mir der Sauerstoff ausging. Mann, das tut mir leid. Lass uns das Ding durchsuchen und nie wieder zurückkommen. Ist noch aktiv. Hive, Kumpel, kannst du mich hören? Hier spricht Machlep in ihren 6 Meilen in Bullshanks. Klingt kaputt. Genitiv an Mar. Maradam in Ewigkeit. Vielleicht ist es nur das Sprachmodul. Er kann vielleicht immer noch das Sprungtor überbrücken. Okay, treffen wir uns dort, damit wir es ausprobieren können. Jo. Das war's. Boss Battle auch geschafft.
einige Fortschritte in dieser Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Adios und ciao.